Noch keine Nachricht über einen Angriff. Okay. Und die Bögen werden weiter mit rangebracht. Aber wir haben kein Kupfer mehr und keine Waffen, um unsere Leute damit zu versorgen. Das ist natürlich schlecht. Ich könnte noch ein weiteres Kriegsschiff bauen, später vielleicht, aber nicht jetzt. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir unsere Leute einigermaßen versorgen können. Und wir sollen Waffen liefern, aber dafür muss ich erstmal welche importieren. Gut, kümmern wir uns jetzt erstmal rein um den Import. Das bedeutet, wir brauchen Kupfer, das ich noch nicht importieren kann, weil ich die Handelsroute dazu noch nicht habe. Kerbet verkauft uns Kupfer und Ton. Ton muss ich auch unbedingt noch importieren. Bier, Gerste wird von Bohen geschickt. Und Byblos hat sich gemeldet. Genau, die wollen uns Holz, Elfenbein und Kupfer verkaufen. Wäre eine Landhandelsroute, ist in Ordnung, nehme ich. Handel mit Kupfer importieren bis zu 800. Damit wir wenigstens unsere Waffen haben, denn wir brauchen Infanteristen. Nur mit Bogenschützen werden wir den Kampf hier nicht gewinnen können. Die Leinen kann ich schon mal liefern, das ist kein Problem. Nur die Waffen werden zum Problem. Kann ich auch Waffen importieren? Wahrscheinlich ja nicht. Ah, nee. Da geht gar nichts. Kein Im- und kein Export, keine Handelsroute, die man dazu freischalten kann. Fertig. So, wir nehmen das Kupfer. Dankeschön. Oh, und ich habe schon wieder irgendwo was vergessen. Ja, hier unten. Natürlich, ich bin so doof. Ach ja. Es ist mir egal, ob ihr sagt, dass ich da nachlässig war und unkonzentriert. Ich fühle mich trotzdem gut, meine Lieben. Mir geht's gut. Ich habe nur lange nicht gespielt und es ist auch völlig in Ordnung, dass das passiert. Mein Gott, wir werden deswegen nicht sterben. Und wir werden deswegen auch nicht verlieren. Wir werden genug Essen zusammenbekommen für unsere Leute. Das macht mir nichts aus. Okay, wie geht's den Göttern? Wohlwollend, wohlwollend, wohlwollend. Alle sind noch relativ zufrieden. Alles ist noch gut. Ich habe jetzt hier immer noch kein Bewässerungsgrabmittel rangezogen. Jetzt schon. Und wir brauchen noch weitere Farmen. Allerdings eigentlich nicht fürs Essen, ne? Wenn dann eher für die Produktion, sodass wir jetzt auch Leinen verkaufen können. Leinen sind mittlerweile auch schon mehr. Will Byblos denn irgendwas abkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Edelsteine und Schmuck biete ich nicht. Kevet kauft nichts. Kerma möchte Leinen haben. Gut. Seeroute bestätige ich. Schade, dass das Lagerhaus jetzt weiter unten ist, aber ist in Ordnung, denn werde ich hier oben auch noch ein weiteres Lagerhaus errichten. Lagerhaus. Direkt beim Dock. Und dort werden sie Leinen als auch Bier einlagern, um das einfacher über den Seeweg verkaufen zu können. Und der Handel mit Leinen exportieren über 800 ist okay. So, dann brauchen wir zusätzlich noch eine weitere Weberei. Machen wir gleich zwei und zwei Bierbrauereien. Und sobald wir dann Ton importieren, werden wir hier jetzt auch die Leute nachher mit Geschirr versorgen. Zuvor jedoch weitere Leute mit dazu holen, sodass das alles schön zugebaut wird hier. Weitere Statuen hinzufügen. Einfach nur, weil wir es können. Ich weiß, ich soll Waffen liefern, aber ich habe keine Möglichkeit, Leute. Echt keine Möglichkeit. Die Leute haben soweit ihre Bögen. Ihr werdet demnächst mit Schilden ausgestattet. Fünf Männer sind stationiert. Ich habe keine Möglichkeit, euch mit Schilden auszustatten, weil wir nur vier Schilde haben. Ja, vielleicht sollte ich das Wildfleisch endlich mal rüberholen. Oder mir angucken, ob es hier auch Antilopen gibt. Dann kann ich die ebenfalls ausjagen. Aber ich finde hier keine. Ich meine, das Einfachste wäre es, einfach einen Jagdhof zu bauen und zu gucken, ob die irgendwo hinlaufen. Ne, tun sie nämlich nicht. Das habe ich mir, ups, so gedacht. Eine Stadt fordert Waren. So, jetzt haben wir noch mal 14 Monate Zeit. Wohin soll ich die schicken? Nach Waset? Werden wir in 14 Monaten genügend Waffen haben? Ja, könnte passieren. Aber dann muss ich.
noch eine weitere Waffenschmiede bauen. Das Gute ist, dass wir genügend Leute und genügend Geld haben. Ich mache gleich mal zwei. Ja, doch, das wird. So, hier wollte ich schon längst einen Bazar bauen. Der kann dann das Essen an die Leute bringen. Zusätzlich werden wir hier auch noch für einen Tempelkomplex demnächst sorgen. Dann ist Seth schon mal glücklich und wird uns vielleicht auch beschützen vor den nächsten Feinden. Hätte ich vielleicht mal früher bauen sollen oder ein Fest für ihn veranstalten sollen. Ich hoffe, jedermann weiß, dass ich für den guten Zustand dieser Stadt verantwortlich bin. Machen wir mal ein üppiges Fest für Osiris, dass wir noch eine ordentliche Nilflut bekommen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Essen. Wobei das hier auch gut abgeerntet wird. Also hier sieht es sehr, sehr gut aus. Teilweise sind die Silos jetzt voll, aber die werden auch gleich wieder geplündert, sodass er hier dann auch noch ein Zuhause findet. Liefern. Okay, die Waffen wurden geliefert, jetzt ist endlich Ruhe. Osiris findet es toll und wird uns auch auf jeden Fall mit einer ordentlichen Nilflut segnen. Und wir können uns jetzt um alles weitere kümmern, sodass die hier weiter wachsen. Wir 175 Leute haben, die wir irgendwie in Arbeit bringen müssen. Aber wir haben ja genug Geld, um die ganzen Sachen zu bauen, die dann notwendig sind. Das bedeutet, wir kümmern uns jetzt so langsam um die Monumente. Es gibt ja nur eins, es gibt ja nur unseren Obelisken. Und den knall ich eiskalt hier oben mit dazu. Warum nicht? Ein Lagerhaus für Granit. Dann brauchen wir... Oh, auf jeden Fall mehr Holz. Wo ist Holz? Aufseher des Handels. Holz, 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 Holz. Importieren bis zu 800. Denn wir brauchen es nicht nur für Bögen und für die Werft, sondern eben auch für den Obelisken. Ich hoffe, ich habe schon eine Handelsroute abgeschlossen. Wenn nicht, das ist nicht schlimm. Granit. Granit. Nur exportieren. Gut. Dann brauchen wir noch eine. Cabot. Auch per se. Ich hasse sie, aber ich muss es wahrscheinlich machen. Na gut, dann muss ich durch. Ja, ich bin kein Freund davon, auch wenn viele es feiern. Ich muss es nicht haben. Handel mit Granit, importieren bis zu. Mach mal 12 Blöcke. Ach, Quatsch. Komm, mach 32, ist okay. Wir werden eh mehr brauchen als 32, richtig? Monument, großer Obelisk, 200, natürlich! So, wir liefern schon mal Feigen, weil wir es können. Da kommt Ton hin, da kommen Töpferwaren mit hin. Nee, komm nicht zurück. Die Töpferwaren kommen hier mit hin und dann ist gut. Nichts annehmen außer Töpferwaren. Dann brauchen wir so langsam die Töpfereien. Dann bringen wir auch die Leute wunderbar in Arbeit. Und wir handeln mit Ton. Nee, Quatsch. Einfach einen Stein wollte ich gar nicht. Da. Importieren bis zu 3200. Das ist okay. Ah, und du nimmst auch Ton an? Jetzt schon. Na, ja, vielleicht sollte ich doch noch ein weiteres Dock bauen. Savur hat uns schon wieder Kupfer gebracht. Und ihr braucht es wirklich nicht? Ihr seid sicher? Nicht, dass ihr wieder überfallen werdet, weil ihr zu dumm seid und mir das geschenkt habt. Granit, alles annehmen. Oder die Kushita kommen wieder. Huiuiui, da freue ich mich aber. So, 6000, das ist in Ordnung. Ihr kriegt jetzt die restlichen Kompositbögen. Ihr habt genug. Schilde werden wir später bauen müssen. Hier haben wir weiterhin das Wildfleisch, das kein Arsch braucht. Es vergammelt einfach im Lagerhaus vor sich hin. Warum auch nicht? Hauptsache, wir haben genügend Feigen. Der Rest ist völlig egal. Was soll man dazu sagen? Manche haben noch keine Nahrungsmittel. Ja, wir haben ja auch ein bisschen was rausgegeben. Das ist völlig in Ordnung und völlig richtig. Deswegen bauen wir jetzt weitere Farmen mit dazu.
Guti. Sowie natürlich weitere Bewässerungsgräben, damit diese auch ordentlich genutzt werden können. Das sieht doch schon ganz gut aus. Also ich bin nicht unzufrieden. Wir haben allerdings keinen Flachs mehr. Das heißt, auch da müssen wir weiter das Ganze besser mit versorgen. Ich muss das Dock abreißen und woanders hinpacken. Dock hier mit hin. Nee, war doch richtig. Ach, verdammt. Ich wollte das Kreuz haben und das abreißen. Dann kann ich auch die Feuerwache hier abreißen. Stell die lieber weiter nach hinten. So wie den Architektenposten. Und wisst ihr was? Wir haben eh die Kohle und die Leute. Ach nee, haben wir nicht. Hier muss ja jetzt der Fährhafen mit hin. Verdammt. Ein Fährhafen. Wo ist er? Da. Okay. Und dann werden wir hier auch noch ein bisschen was ausnutzen an Farmen. Das heißt, auch hier brauchen wir eine Straße. Und natürlich eine Verbindung, weil die Leute die Sachen ja auch rüberbringen müssen. Und hier können wir ebenfalls noch Flachs mit anbauen. Sowie Gerste. Gerste muss noch ein Stückchen weiter. Obwohl, nee, muss sie gar nicht. Ich bin so doof, ich muss Platz sparen. Ich habe bloß gedacht, ich will den Bewässerungsgraben dazwischen ziehen, aber es passt ja hier eh keine weitere Farm hin, also von daher ist das schon völlig in Ordnung so. So, und... Ha! Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ach, verdammt! Komm, Flachs eben damit hin. So. Ja, sehr nice. Das haben wir. Bewässerungsgraben, dann nochmal eine Gerstefarm mit dazu. Hier passt keine mehr, ne? Ne, habe ich mir fast gedacht. Gut. Wollen wir noch eine Flachsfarm? Eigentlich brauchen wir keine, eigentlich brauchen wir mehr Lagerhäuser. So, dann sperren überall mit ran. Damit wir hier das Arbeiterlager und die Feuerwache und den Architektenposten sowie ein weiteres Lagerhaus mit hinbauen können. Und das Lagerhaus selber werde ich hier oben mit hinballern. Und damit, huch, warum hat das jetzt nicht genommen? So, einmal für Gerste alles annehmen. Sorry. Und einmal für Flachs. Da bin ich tatsächlich noch heiser. Ich war bei meinen Eltern zu Pfingsten und es hat mir sehr gut gefallen. Allerdings habe ich die ganze Nacht geredet. Den ganzen Tag auch. Also wir haben von 9 Uhr mit 50 Leuten gefeiert. 9 Uhr morgens bis, ich glaube, 3 Uhr des Folgemonats. Ja, Folgemorgens. Folgetages. Oh Gott. Und das war schon echt hart. Das war schon echt knackig. Gut, in 4 Monaten werden die Kushita wieder da sein. Bis dahin müssen wir uns noch weiter ausstatten und brauchen mehr Leute. Ein weiteres Fort für Infanteristen. Ihr werdet auch komplett bitte mit Bögen ausgestattet. Wie viele Leute haben wir denn jetzt? 4 volle Forts und der Rest kommt. Wir müssen erst ausgebildet werden. Aber vielleicht kann ich den einen oder anderen hier schon mal mit einem Schild ausstatten. Das wäre toll. Okay. In einem Monat werden sie da sein. 3 Soldaten haben Schilde. Und da sind sie. Ach, nur 2 Schiffe. Und nur wenige Leute, die uns angreifen. Und wir haben nur 2 Bogenschützen verloren. Das ist super. Jetzt können wir noch mehr Leute ausbilden. Gut, meine Schilde sind alle erschöpft. Das ist aber nicht schlimm. Hier kommt wesentlich mehr Zeug. Hier habe ich auch eingestellt, dass ich Flachs haben möchte, ne? Ja. Guti.
Da werden wir noch ganz viel Essen mit anpflanzen. Geschirr haben wir jetzt genug. Bier, ja, könnte mehr sein. Da muss ich unbedingt aufpassen, aber hier oben haben sie ja auch noch ein bisschen was eingelagert. Das heißt, das ist sowieso eine Überproduktion dort unten. Außerdem brauchen die Märkte es im Moment nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um einen weiteren Tempel für Set und Schreine für Bastet. Och, ich könnte mich auch endlich mal um Kultur kümmern, ne? Ja, warum nicht? Also, abreißen. Ihr beide müsst weichen. Es tut mir nicht leid. Ich habe gerade überlegt, tut es mir leid? Nein. Dann brauchen wir einen Platz. Und zwar den großen. Den soll ich nach innen bauen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Ich mache es heute einfach mal, damit die Leute zufrieden sind. Dann reißen wir auch euch beide ab. Stellen hier noch einen großen Platz mit ran. Mit einer Sperre natürlich. Die Marktfrau ist gefangen, das tut mir jetzt auch gar nicht leid. Dann als nächstes die Schulen, die wir alle brauchen. Eine Tanzschule, Jongleurschule und Konservatorium. Sowie natürlich einen Architektenposten und eine Feuerwache. Gut. Kultur kommt, die Leute werden auf jeden Fall größer, sie haben dann auch gleich Töpferwaren. Sie werden jede Menge neue Leute mit anziehen, 27 Arbeitslose haben wir nur noch gehabt, jetzt sind es mehr und werden es mehr. Und wir können uns weiter in Ruhe natürlich um den Obelisten kümmern, heißt ich muss noch Granit importieren bis zu 210. Granit, alles annehmen ist eingestellt. Granit, alles annehmen ist eingestellt. Weitere Lagerhäuser. Granit, alles annehmen. Ja, ja, liefern wir. Granit, alles annehmen. Granit, alles annehmen. Königreichwertung ist bei 79. Alles ist gut. Savu möchte uns wieder Kupfer geben. Brauche ich nicht, danke. Auch wenn sie das Geschenk zurückgewiesen haben, zweifle ich nicht daran, dass jemand anderes unsere Hilfe gebrauchen kann. Ja, unsere Wertung bleibt trotzdem gut. Und genügend Waffen haben wir auch immer noch. Unsere Leute sind super ausgestattet mit allem drum und dran. Jeder hat einen Kompositbogen. Bogen, ja. So, bitteschön. Und ihr bekommt auch bald eure Schilde. Es sind jetzt im Moment nicht viele damit ausgestattet, ne? Gerade mal 4 Männer. Aber das liegt halt daran, dass wir hier das Essen nicht rauskriegen. Tja, Lehren bringt mir nichts, weil die nicht wissen, wohin damit. Ach, verdammt. Gibt's denn Antilopen auf diesen verdammten Inseln? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Ah, na gut, dann muss ich da durch. Mehr und mehr Granit kommt zu uns. Ich brauche noch ein weiteres Silo. Wisst ihr was? Gehen auch 2. Bringt alles ran, wir können alles gebrauchen. Schön, dass wir genügend Gerste haben. Handelsroute eingerichtet. Nach Wasset. Oh, schön. So, Flachs haben wir nicht genug. War das hier nicht für Gerste gedacht? Warum habe ich das noch nicht eingeschaltet? So, jetzt. Oh, schnell runter von den Feldern. Okay, das hat geklappt. Wir haben jede Menge Gerste im Hinterhof und können dann dementsprechend auch bald Gerste mitverkaufen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um weitere Attraktivität. So wachsen die Leute immer weiter. Und wir haben 273 Arbeitslose, die wir jetzt irgendwie in Arbeit bringen müssen. Was aber nicht unbedingt ein Problem darstellt, da es jede Menge Möglichkeiten dazu gibt. Wir werden schon mal unsere Gebilde bauen, die wir brauchen, um später den Obelisten dann zu errichten. Den können wir hier gerne im Hinterhof, nicht Hinterkopf, behalten. Und da brauchen wir die Zimmermannsgilde und die Maurergilde. Ist doch eine Maurergilde, ne? Oder Steinmetzgilde, okay. Wir brauchen zusätzlich hier oben noch die weiteren Arbeiterlager. Und sicherheitshalber werde ich jetzt noch eine Feuerwache und ein Architektenbüro mit dazu zimmern, auch wenn ich glaube, dass die bis dort oben laufen. Hm, sicher, sicher.
Dann können sie alle kreuz und quer laufen. Irgendwann wird schon irgendwo irgendjemand langlaufen. Das ist doch normal. Ach, schön. Wir brauchen Plätze für unsere Leute, dass die auch noch mal zufriedener sind. Oh, jetzt habe ich Gärten gebaut. Nee, das wollte ich nicht. Oh, warum denn immer, wenn ich gerade am Bauen bin, Leute? So. Greift mich ruhig an. Jetzt bin ich mittlerweile sehr selbstsicher. Denn wir werden gewinnen. Handel. Wie sieht's aus mit Tierhäuten oder Schilden? Kann ich irgendwas davon importieren? Ja, beides sogar. Importieren bis zu. Ich weiß nicht, in welcher Größenangabe man die holt. 16? Mach meinetwegen 32. So. Handel dann das Teil. Kommt hier oben mit hin. So, und Schilde bitte importieren. Und wir gucken jetzt mal, was Vasset haben möchte. Vasset verkauft uns Ton, Töpferwaren, Stein, Kalkstein, Granit und Kupfer. Brauchen wir alles nicht, aber sehr nett. Dankeschön. Ja, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier noch einen weiteren Kriegshafen mit hinbauen. Das bietet uns alles Sicherheit, falls die dann nochmal wieder mit 5 Schiffen anrollen sollten. Können wir mit 3 Schiffen zwar gut gewinnen, aber sollten es 6 sein, dann sehen wir mit 4 schon, mit 3 nicht ganz so gut aus, dann sind 4 schon echt schöner. Und solange uns niemand auf andere Weise um Hilfe bittet, soll das doch alles kein Problem darstellen. So, Schilder haben wir. Sehr schön, jetzt werdet ihr wenigstens ausgestattet oder auch nicht. In einem Monat sind die anderen da. Ihr werdet alle ausgestattet, dann haben wir auf jeden Fall 16 Männer mit Schilden. Und noch genügend Geld. Ha! Hervorragendes Ergebnis. Das waren aber Beduinen, das waren keine Kuschita. Die haben wir so richtig schön ausgenudelt. Das war gut. Und gleichzeitig haben wir noch sehr viel übrig. Was sind das für Hieroglyphen? Lasst ein Abo da. Oder klickt auf ein anderes Video. Ah, und ein Like nicht vergessen.